Hey zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute wollte ich mal einen Reifenwechsel bei einem Mi Scooter S1 machen. Einmal bei diesem Modell hier. Hinten, wie wir sehen, das Ganze ist platt. Ich habe auch schon einen neuen Reifen hier. Einmal hier den. Und der hat natürlich genau die gleichen Maße wie der. Und das Ganze werden wir jetzt mal ausbauen. Wir werden mal gucken, nachschauen, wo hier das Loch in dem Schlauch ist. Auf jeden Fall fangen wir erstmal hier an. Ich glaube, hier hinter befinden sich die Muttern für das Rad, weil alles andere, ja, kann ich mir nicht denken. Also machen wir die auf jeden Fall jetzt erstmal ab. Nächstes Mal werde ich mir richtiges Licht kaufen, damit ihr auch mehr seht. Ja, der hat hier so Clipser hinten und vorne. Das heißt, hinten reinschieben, vorne einrasten. Okay. Und wie wir hier sehen, haben wir direkt auch schon die Mutter bzw. eine Imbusschraube. Ja. Und passt. Jetzt eben die andere Seite kurz lösen. Diese Nasen können schnell abbrechen, deswegen vorsichtig. Dann nehmen wir das Ganze halt so ab. Kommt noch nicht raus. Wir schrauben mal hier vorne das eben ab. Ich sehe hier drunter noch eine Schraube fürs Schutzblech. Es kann sein, dass die auch weg muss. Das werden wir kurz, ja, checken. Ja, wie wir hier sehen, hier sind so ein paar Schrauben. Hundertprozentig müssen die auch ab, weil das Rad kommt jetzt aktuell nicht hier raus. Also kurz abschrauben. Mal gucken, welche wir lösen müssen alle. Das ist wahrscheinlich der Träger, okay. Ah, doch sehr aufwendig, so ein Rad zu wechseln. Man muss halt viele Sachen abschrauben. Ja, auf der anderen Seite auch alle drei Schrauben gelöst. Jetzt könnten wir das eigentlich so nach hinten schieben. Schutzblech ein bisschen zur Seite. Ja, wie wir sehen, das sind so Aufnahmen. Gut, schauen wir mal, wie wir den Mantel jetzt runterbekommen. Also lose ist er auf jeden Fall. Gehe ich mal mit den Abziehern hier rein. Also mit drei gleichzeitig klappt das so minimal. Stück für Stück.
pumpen wir den mal eben auf. Hören wir schon direkt. Aber wie wir sehen, der ist auch hier schon irgendwie so leicht porös, aufgerieben, vielleicht mit Platten noch weiter gefahren oder so. Ja, ich würde den jetzt geflickt kriegen, aber ja, besser, wir tun direkt einen neuen rein. Wir haben ja alles Neue dabei. Gucken wir uns kurz ungefähr die Stelle an, wobei jetzt, ich sehe das jetzt nicht mehr, aber vielleicht ist ja irgendwas im Reifen durchgedrungen. Den Reifen könnte man eigentlich auch noch weiterfahren, aber ja, machen wir komplett neu dann, denke ich. Hier haben wir den neuen. Direkt Schlauch ist auch dabei. Gut, bauen wir den mal ein. In dem Fall natürlich die Laufrichtung beachten. Wir werden jetzt erstmal hier drauf setzen. Vielleicht geht das einfach, vielleicht auch nicht. Der eine hat schon empfohlen, mal ja so Glättemittel, Seife, sowas in der Richtung zu nehmen, dass das ein bisschen fluppt. Mal gucken, ob wir das so hinbekommen. Hälfte haben wir schon mal. Wir nehmen jetzt einfach mal ein bisschen Wasser. Aha. Krass, wie schnell das reinfluppt. So, jetzt suchen wir das Ventil. Da. Ja, das ist immer so ein bisschen fummelig. Versuchen hiermit vorsichtig zu holen. Das Schwierigste wird wirklich das hier rausgucken zu lassen. Und gleichzeitig runterdrücken. Weil der Reifen, der ist wirklich sehr, sehr stramm. Müsste man ein bisschen in der Sonne liegen lassen, dass der weicher ist. So, hier bei dem E-Scooter muss ich Gott sei Dank keine Reifen wechseln, beziehungsweise schon irgendwann, nur halt, hier kriege ich keinen Platten. Hat alles Vor- und Nachteile. Gut, werden wir den mal wieder zusammendrücken. Leider ist der Kameraakku jetzt leer gegangen und ich habe das Ganze jetzt mit Zwingen halt
eingedrückt mit der Reifen mittig von der Felge läuft, so hat man natürlich mehr Spiel nach außen und ich konnte das Ganze jetzt so beziehen, also das war wirklich ein richtiger Akt. Also es ist nicht mal eben so einfach gewechselt wie beim XT 950. Auf jeden Fall so mit ein paar Schraubzwingen kriegt ihr das hin. Ich habe mir jetzt hier noch so einen Block gebastelt, wo die Scheibenbremse drin liegt. Gut, werde ich das mal aufpumpen. Vielleicht noch darauf achten, dass der Ring hier einigermaßen rund sitzt, nicht so gefühlt an einer Stelle 1-2 mm mehr. Das könnte dann Unwucht im Reifen geben. Aber hier, das sieht auch sehr gut aus. Jetzt haben wir hier die Platten, das schmälere muss nach unten. Ein bisschen fummelig, weil man überall alles gucken muss. Also wenn man es einfacher haben will, baut man sich das Schutzblech ab. Hier können wir die Platte halt verschieben, sodass die mittig hier sitzt. Schrauben wir oben und unten die Schrauben rein. Ich merke gerade, diese Platten hätten wir gar nicht abschrauben brauchen, nur das Schutzblech und das Rad hätte man hinten rausschieben können. Man hätte halt nur hier oben die Schrauben lösen müssen, die drei, und hier die schwarzen, das natürlich so lösen, und die hier die schwarzen, dann hätte man das Schutzblech wahrscheinlich nach oben hin oder nach hinten hinweg und das Rad dann hinten lösen. Also man braucht diese Schrauben hier nicht lösen. Wieder was gelernt. So, hier kommt jetzt das wieder drauf.
Kappen wieder drauf. So, das war jetzt der Reifenwechsel beim Mi-Scooter S1. Das ist ein 8,5 Zoll Reifen und ich muss sagen, das Ganze war viel, viel schwieriger zu beziehen, als ich gedacht habe. Entweder lag es an dem Reifen, weil er, keine Ahnung, kalt gelagert ist oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat es dennoch gut geklappt mit der Vorrichtung, die ich gebaut habe. Und ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, habt ihr schon mal so einen Reifen bei dem Scooter oder generell so eine 8,5 Zoll Größe aufgezogen? Ging es denn einfach bei euch oder genauso schwierig? Ihr habt ja gesehen, mit Schraubzwingen, bisschen Wasser und diese Vorrichtung hat es gut geklappt. Aber ich habe es mir einfacher vorgestellt. Naja, Hauptsache das Ding läuft jetzt wieder, der Kollege hat weiterhin Spaß. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da und dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Danke fürs Zuschauen, macht's gut, euer Marc, haut rein.